Oliver Kaczmarek. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin ja doch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mich vorbereitet und überlegt, mit welchen Finden Sie jetzt hier die Landespolitik in den rot-grünen Ländern oder rot-grün geführten Ländern ja, auseinandernehmen könnten und wie wir darauf reagieren. Aber im Grunde, glaube ich, sind Sie nur sauer über den Liebesentzug durch die Wählerinnen und Wähler. Und so reagieren Sie auch irrational. Und dabei ist die Frage, warum Sie so viele Landtags- und im Übrigen auch Oberbürgermeisterwahlen verloren haben, ziemlich einfach. Sie haben selbst falsche Weichenstellungen vorgenommen. Sie haben Studiengebühren eingeführt. Sie haben in der frühkindlichen Bildung die Gruppengrößen heraufgesetzt, aktuelle Auseinandersetzungen auch in Hessen. Sie haben die Gesamtschulen benachteiligt, in Niedersachsen ein ganz großes Problem. Sie haben einfach massiv gegen das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verstoßen und massiv gegen Chancengleichheitsverständnis verstoßen. Und deswegen sind Sie abgewählt worden, und das zu Recht. Und dass Sie daraus nichts gelernt haben, das zeigt ein Blick in mein Bundesland, in mein Heimatland Nordrhein-Westfalen. Denn in diesen Minuten kommt in Nordrhein-Westfalen der Haushalts- und Finanzausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags zusammen. Und die CDU wird dort ihre bekannten Vorschläge noch einmal vortragen. Wiedereinführung von Studiengebühren, Wiedereinführung von Elternbeiträgen im letzten Kindergartenjahr. Sie wollen im Haushalt das Geld, das jetzt den Universitäten und den Kindertageseinrichtungen als Kompensation zur Verfügung gestellt wird, streichen, und Sie wollen dafür die Eltern zur Kasse bitten. Und an diesem Beispiel wird der Unterschied zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün aus meiner Sicht überdeutlich. Während wir in Nordrhein-Westfalen die Familien um 400 Millionen Euro durch die Abschaffung der Studiengebühren und durch die Beitragsfreistellung im letzten Kindergartenjahr entlasten und das sauber mit einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer gegenfinanziert haben, wollen Sie die Familien in Nordrhein-Westfalen mit 400 Millionen Euro belasten. Sie wollen eine Umverteilungspolitik zulasten der Familien in Nordrhein-Westfalen, und deswegen sind Sie auch zu Recht so weit weg von der Regierungsverantwortung. Sie wollen stattdessen jetzt aus Enttäuschung über Ihre Wahlniederlagen, klar, aber auch aus einer gewissen Verantwortungslosigkeit, wie ich finde, gegenüber den Ländern, die Länder schlecht reden und sich eine bessere Ausgangsposition für die Bundestagswahl verschaffen. Und das führt mich zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens, ich glaube, dass diese Verweigerungshaltung, diese Verantwortungslosigkeit zeigt, Sie sind nicht mehr willens oder in der Lage, gesamtstaatliche Verantwortung zu übernehmen, und das insbesondere in der Bildungspolitik. Auf keinem anderen Politikfeld erwarten die Menschen nämlich zu Recht mehr Zusammenarbeit von Bund und Ländern, wie das in der Bildungspolitik der Fall ist. Wir müssen noch mehr investieren in frühkindliche Bildung, wir müssen mehr Ganztagsschulen einrichten, wir brauchen eine Ausbildungsgarantie. Viele Beispiele könnte man anführen, wo Bund und Länder dringend besser kooperieren müssen. Denn keines der Länder, ich hätte die Hochschulen auch noch anführen können, keines der Länder wird das auf Dauer alleine schaffen. Doch die Koalition, sie verweigert sich einer systematischen Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildung. Sie halten am Kooperationsverbot fest und legen stattdessen eine Mini-Grundgesetzänderung vor, für die, das wissen Sie selbst, die für die großen Bildungsherausforderungen nichts bewegt. Deswegen tun Sie sich mit den Ländern endlich zusammen. Die Menschen erwarten das, zu Recht. Keiner erwartet ihr verantwortungsloses schwarze-Peter-Spiel gegen die Länder. Die Menschen erwarten zu Recht ein Miteinander in der Bildungspolitik und nicht ein Gegeneinander und Schuldzuweisungen. Zweite Schlussfolgerung, während sich Schwarz-Gelb in zentralen Fragen eben nicht einigen kann, zeigen die rot-grünen Landesregierungen, wie man eine Haltung und damit auch Verantwortung übernimmt. Vor drei Wochen hat hier der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger gestanden, ein sehr geschätzter Mann, der eben nicht nur über Rechtsextremismus redet, sondern auch konsequent ihn verfolgt und Organisationen verbietet. Er hat die Botschaft aller Innenminister überbracht, ein Verbotsverfahren gegen die NPD zu eröffnen. Und ich will das in der Sache gar nicht weiter ausführen, aber was ist auch das für ein Unterschied? Hier ein Innenminister, der für alle Innenminister der Länder spricht, eine klare Haltung zum NPD-Verbot hier übermittelt, und dort im Saal eine Koalition und eine Bundesregierung, die noch nicht mal in der Lage ist, zu sagen, ob sie für oder gegen ein NPD-Verbotsverfahren ist, die nicht in der Lage ist, überhaupt irgendeine Haltung anzunehmen. Und das ist ein echtes Armutszeugnis und auch ein klarer Unterschied zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün. Ein anderes Beispiel, ein letztes Beispiel. Der Bundesrat hat Verantwortung für das Thema Steuergerechtigkeit übernommen und deshalb auch zu Recht das von Ihnen ausverhandelte Steuerabkommen mit der Schweiz abgelehnt. Was für ein Unterschied auch hier.
Hier diejenigen, auf der Seite diejenigen, die Steuerbetrügern für ein Taschengeld das Freikaufen ermöglichen wollen, und dort diejenigen, die mit konsequenter Strafverfolgung eben auch gegen Steuerbetrug vorgehen, auch durch den Ankauf entsprechender CDs. Das ist eine Frage, die das elementare Gerechtigkeitsempfinden der Menschen betrifft. Und auch hier ein ganz deutlicher Unterschied zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün. Und insofern, kommen wir zum Schluss. Insofern ist diese Aktuelle Stunde dann doch vielleicht sinnvoll, um deutlich zu machen, wo die Unterschiede liegen. Wir haben Verantwortung übernommen, Haltung gezeigt, Partei ergriffen, wir haben Chancen geschaffen. Sie haben Ihre Chance seit 2009 nicht genutzt. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat jetzt das Wort die